und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause. Die Weltwirtschaft brummt wie lange nicht. Der Aktienindex in den USA, der Dow Jones und hierzulande der DAX zeigen Höchststände. Viele Unternehmen feiern Rekordgewinne, das Top-Management gönnt sich daher schon mal mehr Gehalt. Nur in der Bevölkerung, beim deutschen Otto-Normalverbraucher, da scheint vom Aufschwung nichts anzukommen. Die Sorge um Jobverlust und sozialen Abstieg, die wächst. Gerade angesichts immer neuer Hiobsbotschaften. Jüngste Beispiele kennen Sie alle. Bei BenQ geht es um 2000 Arbeitsplätze, bei EADS Airbus und vor allem bei der Telekom könnte es zu weiterem drastischen Jobabbau kommen. Wie geht das zusammen? Wirft die Globalisierung uns da völlig aus der Bahn? Können Politiker überhaupt noch gegensteuern oder ist da nicht ein wenig auch die Oberschicht im Wort? Wie viel soziale Verantwortung können und müssen mächtige Manager heute wahrnehmen? Das ist unser Thema und ich freue mich, dass sich drei große Namen aus der Wirtschaft zu einer Debatte darüber bereit erklärt haben. Und das ist zum einen Jeffrey Immelt, seit 5 Jahren Chef des, je nachdem welche Statistik man nimmt, des größten oder des zweitgrößten Konzerns der Welt. Und das ist General Electric mit mehr als 300.000 Mitarbeitern und einem Börsenwert von fast 350 Milliarden US-Dollar. Herzlich willkommen. Es ist das erste Mal seit seinem Rückzug aus dem Vorstand der Telekom, dass wir ihn bei uns begrüßen dürfen. Freue ich mich ganz besonders darüber, dass Ron Sommer bei uns ist heute Abend. In der Zwischenzeit ist er durch viele Aufsichtsratmandate, durch Beratungstätigkeiten und sowas wirklich zu einem globalen Manager geworden. Herzlich willkommen. Tja, und als Gastgeber der großen Bambi-Verleihung, die gerade wieder bevorsteht, ist er Ihnen allen natürlich bekannt, Hubert Burda. Aber sein internationaler Medienkonzern ist weit mehr als die Hör zu. Und alles andere, ne, Hör zu wollte ich jetzt gar nicht erwähnen, in Konkurrenz. Aber es ist weit mehr als die 250 Zeitschriften sind es jetzt insgesamt, die Sie international herausgeben. Hinzu kommen TV-Aktivitäten, neue Medien, vieles mehr, was auf Zukunftsplätze hindeutet. Ob wir sie in Deutschland halten können, wollen wir diskutieren. Herzlich willkommen. Aber so geht's nicht. Das haben wir noch gut in Erinnerung. Das war nämlich die Botschaft von Jürgen Rüttgers in den letzten Wochen. Und er meinte damit Manager, die ihr Gehalt erhöhen und gleichzeitig Mitarbeiter entlassen. Das macht ihn wütend. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen will mehr soziale Verantwortung auch in seiner Partei, der Union, stark im Mittelpunkt sehen. Schönen guten Abend, Herr Rüttgers. Und gestern gab es Druck von der Straße, Druck von den Gewerkschaften auf die große Koalition, auf die Regierung. Denn wenn Reformen, wenn wir davon welche brauchen, dann diejenigen, die den Sozialstaat sichern. Das sagt zumindest Uwe Hück und er ist Betriebsratsvorsitzender bei Porsche. Herzlich willkommen. Tja, immer mehr Auslagerungen, immer mehr Jobs, die verschwinden. Was bleibt uns eines Tages noch von dieser Globalisierung? So if you'll all fasten your seatbelts, we will proceed non-stop to the sunny side of the street. Start walking, boy. Anschnallen bitte, die Globalisierung hebt ab. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Die Chancen sind riesig. Kleinere Turbulenzen nicht ausgeschlossen, aber am Ende kriegt jeder seinen Platz an der Sonne. Vorausgesetzt, man ist fit für den Wettbewerb und nicht für die Mittagspause. Die Asiaten machen's vor. Arbeit ist nicht zum Spaß da. Da kann regieren, wer will. Die globalen Regeln machen die internationalen Multis wie General Electric und die Vermögensverwalter an den Börsen. Immer im Auftrag der globalen Wertschöpfung. Sie geben den Takt vor und unsere Politiker hecheln hilflos hinterher. Siemens hat natürlich eine Verpflichtung, den Arbeitnehmern gegenüber. Siemens selber wollte sich die Hände nicht schmutzig machen. Wir haben hier genauso gehandelt, wie man das von uns erwartet. Und der Mann hat sogar recht. Denn auch sein Job steht auf dem Spiel. Hier, an der Börse. Wer zu spät Jobs abbaut, den bestraft das Leben. Wenn auch sozial verträglich. Das nennt man Lastenausgleich in der globalisierten Welt. Für gescheiterte Manager kommen die Aktionäre auf. Für gescheitertes Management der Staat. Leider noch unterschiedlich von Land zu Land. Da ist globale Harmonisierung gefragt. Auch bei Hartz IV.
Es reicht nicht, Hartz IV zu kürzen, um die Anreize zu erhöhen. Die Menschen finden einfach keine Arbeit und sie leiden darunter. 1.900 der 3.000 deutschen BenQ-Mitarbeiter müssen ab morgen erstmal zu Hause bleiben. Alt-Arbeitgeber Siemens verspricht, Mitarbeiter zu qualifizieren. Denn für flinke Finger bietet der globale Wettbewerb bekanntlich riesige Chancen, um auf dem Weltmarkt zu bestehen. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Herr Chef Immelt, Sie sind zu einem Zeitpunkt nach Deutschland gekommen, das haben Sie gerade im Film gesehen, wo ja mächtig und viel zu diskutieren ist über Jobabbau, über die Globalisierung. Sie haben den Fall BenQ wahrscheinlich auch ein wenig mitverfolgen können. Ist das alles gerecht oder können Sie die Wut der BenQ-Mitarbeiter verstehen? Wissen Sie, ich kann mir keinen Vorstandsvorsitzenden vorstellen, der nicht nachvollziehen kann, was seine Mitarbeiter denken. Der nicht verstehen würde, dass die Leute frustriert sind. Mein Vater hat 40 Jahre bei GE gearbeitet. Und keiner muss mir die Werte eines solchen Jobs bei GE erklären. Nur in einer globalen Wirtschaft, in der wir leben, in der wir konkurrieren müssen, müssen wir einfach unsere Wettbewerbsfähigkeit ständig weiterentwickeln. Und dies auch bei der Kundenbasis im Auge haben. Was wir versuchen, ist einfach, unseren Mitarbeitern Zuversicht und Selbstvertrauen einzuflößen, zu investieren in die Technologie, damit wir Nettoexporteur sein können und nicht ein Importeur aus anderen Ländern. Aber ich muss Ihnen sagen, am Ende und unter dem Strich gilt doch, dass ein Land nicht wohlhabend sein kann, wenn es nicht eine Technologiebasis hat, und wenn es nicht ein Gefühl für Wettbewerbsfähigkeit hat, das versuchen wir. Wird hier Hubert Burda jemand, der sich so verantwortlich fühlt, wie Sie auch für Zukunftsarbeitsplätze und alles? Hier sind es gerade eigentlich auch Technologiearbeitsplätze, Zukunftsarbeitsplätze, die da verschwinden. Wer trägt für sowas die Verantwortung? Also vieles war ja eigentlich seit 10 Jahren, konnte man sehen, dass diese digitale Revolution, die steht ja hinter der Globalisierung, dass das auf uns zukommt. Und die viele, die jetzt sozusagen verprügelt werden, wie Klaus Kleinfeld, müssen das ausbaden, was viel länger zurückgeht. Sowohl in den Versicherungen wie in den Banken, wie in der Technologie. Das war zu sehen, es war zu erkennen, dass die Herstellung von Handys in Deutschland irgendwann nicht mehr sich rechnet. Wir haben sehr früh angefangen mit der Digitalisierung. Wir haben es ja gesehen im Druckbereich. Wir hatten im Druckbereich mal bis zu 600 Leute in den Vorstufen, heute sind es noch 60, 80. Wir konnten das im Lauf der Jahre, konnten wir das verträglich abbauen und umschulen. Viele der Retuscheure von damals sind heute praktisch Teil der Redaktion, weil bei uns sehr früh dieser technologische Prozess angefangen hat. Und wir haben vor 10 Jahren angefangen mit den digitalen Geschäften, also mit Unternehmen im digitalen Bereich, die machen heute schon über 20% bei uns aus. Also man muss das erkennen. Es ist eine der unglaublich interessantesten, aber auch risikoreichsten Zeiten, in denen man als Unternehmer so leben kann. Also hat man hier nicht erkannt, Herr Hück, oder was werfen Sie der Siemens-Leitung vor? Na, erstmal sind Sie mir nicht böse, aber es ist ein Managerfehler. Eindeutig. Und ich habe nichts gegen Wettbewerb. Ich bin ein Fan, ich bin sogar ein Fanclub des Wettbewerbs, aber bitte fairen. Und es kann nicht sein, dass man nicht vorausschauend denkt. Produktstrategie gehört dazu. Das ist genau wie bei uns bei Porsche. Unsere Marke war auch 92 Porsche. Und diese Manager haben Fehler gemacht. Die haben einfach nicht in die Zukunft investiert. So, das machen wir heute, Produktstrategie. Und wir leben heute in den globalen Wettbewerb. Und es funktioniert. Mit den Menschen kann man vernünftig umgehen. Und da sage ich eindeutig, Siemens Handysparte, wo die Menschen 5 Stunden umsonst arbeiten mussten, hätte ich auch gesagt, die könnten umsonst arbeiten. Die hätten sogar einen Kredit aufnehmen können, dass sie da arbeiten dürften.
Das war eindeutig ein Fehler. Man hätte da einen vernünftigen Weg gehen müssen, indem man in die Zukunft investiert, Innovation. Es fehlt in Deutschland die Innovation. Deutschland muss mehr gebildet werden. Das macht man zu wenig. Und wir haben Manager, die kurzzeitig denken. Nur in 2, 3 Jahren. Ich erwarte Manager, die soziale Verantwortung haben, die in eine Firma reingehen, die auch angestellt sind. Aber sie müssen denken, das wäre ihre eigene Firma. Das sind ihre Menschen. Und wenn die Belegschaft erkennt, dass der Chef hinter mir steht, dann steht auch die Belegschaft hinter einem Chef. Nur das hat die Globalisierung verschärft, dass die Manager ihren Anstand, Teile der Manager, ihren Anstand hergegeben haben und nur noch auf die kranke Börse schauen. Ich glaube, da die Börse braucht eine Gesundheitsreform und nicht die Menschen hier in diesem Land. Herr Sommer, wenn Ihnen jemand sagt, die Manager heutzutage haben Anstand aufgegeben, was sagen Sie dann? Ich glaube, dass es immer ein Fehler ist, zu verallgemeinern. Und gerade um an dem Thema anzuschließen, mit dem Sie begonnen haben, wir tun ja fast so, und ich bin der Letzte, der übrigens BenQ schönreden möchte, ganz im Gegenteil, aber wir dürfen doch nicht so tun, als ob Deutschland nur aus BenQs besteht. Und wir dürfen nicht so tun, als ob Deutschland nur aus Managern besteht, die ihren Anstand verloren haben. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir den Menschen eine Perspektive geben müssen. Ich bin da ganz bei Herrn Hück, Ihnen zu zeigen, wo es lang gehen kann. Und vor allem lernen von den Erfolgsbeispielen. Wir haben doch eine Vielzahl von tollen Beispielen in Deutschland. Wenn ich jetzt noch mal eine Minute dabei bleibe und mal das mit einbeziehe, was Herr Burda eben sagte, das geht halt nicht in Deutschland, was jetzt Handyproduktion angeht. Da muss man ja sagen, Sie sind zum Beispiel im Aufsichtsrat bei Motorola, das ist in Flensburg die Produktion, das funktioniert. Was geht da anders, was ging bei BenQ nicht? Warum machen die 850 Millionen Euro Verlust? Also ich gebe Ihnen 2 Beispiele. Nicht nur, dass ich bei Motorola im Board sitze, aber wir haben ja auch ein europäisches Beispiel, das ist Nokia. Die 2 Unternehmen zusammen, also ein Europäer aus einem Hochlohnland, ein Amerikaner auch aus einem Hochlohnland, gemeinsam haben sie mehr als die Hälfte des Weltmarktanteils. Und die Deutsche Telekom hat es zum Beispiel geschafft, dass der europäische Standard GSM, unser Telefonstandard aus Europa, heute mehr als die Hälfte der US-Handys ausmacht. Und warum haben wir es dann nicht geschafft, dass deutsche Unternehmen davon profitiert haben? Ja, warum nicht, Herr Röttgers? Sie macht das alles wütend. Was ja, mich macht das wütend, wobei das jetzt nicht hier diesen Diskussionskreis betrifft, sondern ich war ja da und ich war nicht jetzt erst, als die schlimmen Meldungen für Kamp-Lintfort und Bocholt kamen, da, sondern ich war schon vor ein paar Jahren da, als es nämlich darum ging, dass man den Mitarbeitern bei Siemens in Kamp-Lintfort in der Handyproduktion gesagt hat, passt mal auf, wir brauchen einen anderen Tarifvertrag, wir brauchen einen Haustarifvertrag und wenn ihr jetzt runtergeht mit dem Gehalt, das wenn ihr runtergeht, ja, die sind bis 30% runtergegangen, haben 5 Stunden noch länger zusätzlich gearbeitet und das war all das, und ich sage das jetzt als Politiker, was immer so in den Debatten erzählt wird. Also da an der Stelle stimmt das nicht, da müssen die Löhne runter, da muss mehr gearbeitet werden. Und jetzt, 2 Jahre danach, war alles nicht wahr. Und das macht mich wütend. Wie soll denn bitte jemand, der jetzt da seinen Job verliert in Kamp-Lintfort, der heute Abend Angst hat, vielleicht nie mehr in seinem Leben einen Job zu bekommen, weil er 51 Jahre ist und vom Arbeitsamt gesagt bekommt, du bist zu alt, der nicht weiß, wie er seine Familie ernährt, wie soll der bitte denen, die da aus der Wirtschaft und der Politik sowas erzählt haben, noch glauben? Das ist das eigentliche Problem. Das ist eine Vertrauenskrise und das ist das, was mich wütend macht und worüber ich dran tun. Und darf ich vielleicht noch was dazu sagen? Ich war jetzt wieder da. Ich bin durch die Hallen gegangen und jetzt sage ich Ihnen, was die mir gesagt haben. Die produzieren zu denselben Kosten Handys, wie sie in China anfallen. China plus Transportkosten ist genauso teuer als Produktion von Handys in Kamp-Lintfort. Letzte Frage dazu. Jetzt soll eine Auffanggesellschaft, nein, 2 sogar gegründet werden, haben die eine Chance? Ja, Auffanggesellschaft heißt, da darf man auch nicht drum rumreden, die kriegen noch mal 12 Monate weiter Geld. Wir werden versuchen, ihnen anderswo einen Job zu bekommen. Ich will mal ausdrücklich sagen, dass sich Siemens an der Stelle fair verhält, damit das auch mal gesagt ist. Wenn man dann schimpft, dann entsteht immer so der Eindruck, als ob die da nichts mit zu tun haben. Was mich da im Moment noch aufregt, ist, dass diese BenQ-Leute da irgendwo in Taipei sitzen und so tun, als ob sie mit der Geschichte nichts zu tun haben. Die haben noch eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Euro. Die sollen gefälligst sich wenigstens jetzt an den Kosten beteiligen, die man hier in Europa, wenn man einen solchen Schritt machen muss, aus Anstandsgründen den Mitarbeitern, die ja für einen gearbeitet haben, dann auch wirklich aufbringen muss. Das wird natürlich eine Frage sein, die sich heute noch wie ein roter Faden durch die Debatte zieht. Denn im Zuge der Globalisierung kommt dieses Wort Anstand in vielen Facetten immer wieder vor. Die Frage, was ist eigentlich darunter heute zu verstehen und wie viel kann sich ein
international aufgestelltes Unternehmen davon leisten, so gern wir es sehen würden. Sie haben in unserem letzten Interview, Jeff, gesagt, Deutschland muss sich dran gewöhnen, viel mehr Stellen abzubauen, das wird hier kommen. Und jetzt sehen wir, dass es so kommt. Geht es nur noch um Quartalzahlen? Geht es gar nicht mehr um die Menschen? You know, I have worked for GE for 25 years. Ich bin seit 25 Jahren bei GE und das Unternehmen gibt es jetzt seit 125 Jahren. Also meine Verantwortung lautet im Augenblick, das Unternehmen in die Zukunft zu führen, nicht quartalsweise, 125 Jahre. Nur, was man hier im Auge haben muss, ist einfach der Umstand, dass unterschiedliche Technologien sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit zu unterschiedlichen Zeiten herausschälen und heranreifen. In den Vereinigten Staaten machen wir zum Beispiel Haushaltsgeräte und Telefone 90 Meilen oder 120 Kilometer auseinander, Flugzeugtriebwerke. Mit denen haben wir viel Erfolg. Die exportieren wir nach Deutschland und in jedes andere Industrieland, solange ich lebe. Nur Haushaltsartikel, Haushaltsgeräte können wir uns nicht mehr leisten, bei uns zu produzieren. Trotz der Tatsache, dass wir sehr gute Beziehungen mit den Gewerkschaften haben, ein sehr engagiertes Management, 2 Milliarden in den letzten 20 Jahren investiert haben und die örtlichen Politiker uns unterstützen, es geht trotzdem nicht. Wie lautet daraufhin meine Aufgabe? Ich muss 90% der Leute in den Ruhestand bringen, die anderen 10 bezahlen, aber ich tue doch niemandem einen Gefallen, wenn ich ihn anlüge und sage, wir sind konkurrenzfähig gegen Mexiko oder China oder andere Länder. Meine Auffassung, meine Vision für Deutschland würde besagen, ein hochentwickeltes Hightech-Land ist doch in der Lage, mit Energietechnologien, Technologien in der im Gesundheitswesen, in der Medizintechnik und anderen Hightech-Produkten Export Erfolge zu erzielen. Das muss die Aufgabe sein für Deutschland. Das ad 1. Und zweitens, wir sehen arme Menschen, Low-Tech-Leute und so weiter. Aber jeder beunruhigt sich vor der Tatsache, dass in China jedes Jahr 1,5 Millionen Ingenieure die Hochschulen verlassen. 1,2 Millionen pro Jahr in Indien. Ausgebildete Ingenieure. Wenn wir hochqualifizierte Mitarbeiter entwickeln, Ingenieure, wenn wir bereit sind, wirklich auf technischer Ebene zu konkurrieren mit denen, dann kann man über all dies reden, ohne massiven Protektionismus, der alle nur im Grunde zurückwirft. Es muss schon ein gewisses Maß an Aufrichtigkeit geben in der Diskussion. Meine Aufgabe ist es, aufrichtig zu sein mit unseren Mitarbeitern und sie in gewisser Weise dann auch zu schützen vor Kräften, die sie nicht kontrollieren können und beurteilen können. Aber ich kann sie nicht anlügen. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Lügen über unsere Wettbewerbsfähigkeit, das geht nicht. Ehrlichkeit ist sicher eine wichtige Sache dabei. Herr Höcker-Rüttges? Ich gebe Ihnen vollkommen recht. In Deutschland haben wir verschlafen die Bildungsoffensive. Wir haben zu wenig für die Bildung investiert. Wir haben viele Brücken gebaut, Straßen gebaut, die heute nicht zu Ende gebaut worden ist. Wir haben es verschlafen. Das ist ehrlich so. Und weil wir es heute wissen, müssen wir heute mehr da hineintun. Wir haben in unserem Unternehmen 100 Azubis jedes Jahr ausbilden. Und auch unbefristet übernehmen. Das hat was mit Anstand zu tun. Viele Unternehmen, die Milliardengewinne machen, machen das nicht. Soziale Verantwortung. Und wir haben eins gemacht, dass wir 40% unserer Auszubildenden, Hauptschüler, mindestens reinnehmen. Weil die müssen wir berücksichtigen. Und manchmal wundere ich mich wirklich bei den Lehrern, die die Leute von der Hauptschule loslassen, beziehungsweise auf dem freien Markt, die noch nicht mal lesen können. Wie kann ein Lehrer 9 Jahre lang nicht feststellen, dass ein Kind nicht richtig lesen kann? Da fängt doch unser Problem an. Wir brauchen mehr Investitionen in den Schulen. Wir müssen die Menschen, die jungen Menschen, eine Zukunft geben, das, was Sie gesagt haben. Weil die anderen werden nicht dümmer, die werden gescheiter. Und unsere Stärke in Deutschland war immer schon Nachdenken, Ärmel hoch und arbeiten pragmatisch. Und da brauche ich auch Politiker. Herr Rüttges, ich brauche Politiker, die nicht diskutieren, parteipolitisch, egal welche Partei ich sehe, nur noch für die Partei. Ich will Politiker haben für das Land Deutschland, die das Deutschland nach vorne bringen und nicht ihre Partei. Das muss aufhören und das ärgert mich genauso wie bei Ihnen, was Sie vorhin gesagt haben. Bleibt
bleibt gleich mal die Frage zu stellen, was nach vorne bringt mehr soziale Reformen oder das, was ich denke, dann noch an die Zeit vor der Wahl gepredigt wurde, mehr marktwirtschaftliche Reformen. Jetzt sind wir aber dann schon wieder ganz in der Übernahme. Also er hat recht. Ich wollte doch gar nicht jetzt an der Stelle hin. Eben, wollte ich gerade sagen, das führt nämlich im Konkreten überhaupt nicht weiter. Das ist so typisch Deutschland, Wolken schieben. Also konkret hat er recht, wir müssen mehr tun in unserem Bildungssystem. Wir haben ein Bildungssystem, das sehr, sehr unsozial ist, weil es das Fortkommen, die Aufstiegsmöglichkeiten abhängig macht von der Herkunft. Davon, ob die Eltern arm oder reich sind. Und das muss geändert werden. Und einer der Sachen, die ich jetzt mache, ist, ich habe, obwohl wir nun wirklich verdammt viel Schulden übernommen haben, über 110 Milliarden Euro, trotzdem jetzt 3.100 Lehrer in den ersten 15 Monaten meiner Amtszeit eingestellt, weil damit wenigstens der Unterricht gegeben wird, der auch auf dem Stundenplan steht. Der schlechteste Unterricht ist der, der ausfällt. Also insofern bin ich da voll bei Ihnen. Was machen aber diejenigen, die ausgebildet sind, ja, einen Job haben, sich haben wirklich auch gut ausbilden lassen und nun, ähnlich wie bei der Telekom, wo wir jetzt gerade die Schlagzeilen lesen, dass noch mehr Jobs als ohnehin geplant und das waren 23.000, die jetzt nochmal bis 2008 abgebaut werden sollten, jetzt sollen noch mal mehr hinzukommen, sodass es insgesamt 55.000 sind. Ist das wirklich nötig, Herr Sommer? Also Sie werden Verständnis haben, wenn ich zur Telekom von heute keine Stellung nehmen werde. Und das Thema der 74.000, um die es da heute ging, hat sicherlich nichts mit Globalisierung zu tun. Aber lassen Sie mich indirekt antworten. Sondern? Lassen Sie mich das eben indirekt beantworten. Vor 10 Jahren machte die Deutsche Telekom zum Beispiel 0 Umsatz international. Heute mehr als die Hälfte. Und das Wachstum der Telekom kommt ausschließlich aus dem Ausland. Warum? Weil investiert wurde in USA, wofür man heftig kritisiert wurde, weil investiert wurde in Osteuropa, in neue Technologien, Breitband, Mobilfunk und vieles andere Dinge mehr. Was wir brauchen, sind Vorstände, und die Menschen haben Anspruch auf solche Vorstände, die nicht nur die Globalisierung als Grundlage dafür nehmen, um Kosten zu reduzieren, Mitarbeiter zu reduzieren. Das mag sein, dass es da und dort sein muss, aber worauf die Menschen wirklich Anspruch haben, sind Führungskräfte, die den Menschen eine Perspektive geben, die investieren in die Zukunft, die innovativ sind. Porsche ist das beste Beispiel. Wir hatten ja schwierige Zeiten. Aber durch Innovation, durch Investitionen in Technik, durch Investitionen in die Zukunft wurde diesem Unternehmen eine Perspektive trotz härtestem globalen Wettbewerb gegeben. Und das gilt für jedes Unternehmen. Kommen die erst noch mal, ich komme trotzdem auf die Telekom zurück, erst auf die Telekom zu. Denn nicht zuletzt die Mobilfunker machen viel Probleme. Nun, ohne den Investitionen in Mobilfunk, in Breitband, da frage ich Sie, wie die Telekom heute ausgeschaut hätte, wenn man das nicht getan hätte. Und ich erinnere Sie daran, da wurde sehr viel kritisiert an diesen Investitionen. Nachträglich bin ich froh, dass wir den Mut hatten, das zu tun. Und da ist auch Deutschland übrigens gefordert. Wir müssen eine andere Kultur entwickeln im Umgang mit den Unternehmern, damit man nicht den Unternehmer, der Mut hat, etwas zu unternehmen, kritisiert, auch wenn das eine oder andere Mal nicht klappt. Da muss man auch davon lernen und das in die Schublade Erfahrung stecken und sagen, das nächste Mal machen wir es besser. Stattdessen entwickeln wir die Kultur der Kritik und wir schaffen Unternehmer, die eigentlich keine sind, sondern eher Verwalter, die nichts anderes können, als Kosten abzubauen. Also was Sie sagen, Herr Budda, ist im Grunde genommen, Frage gleich an Sie, sind die deutschen Manager besser als Ihr Ruf? Also die Diskussion, wie wir sie jetzt führen, setzt natürlich einen Akzent, dass alles oder vieles in Deutschland schlecht ist. Wir haben im Moment so viele Beispiele vor Augen. Ja, das kann schon sein. Aber insgesamt, ich würde sagen, es gibt so viele Beispiele, die wirklich funktionieren. Ich will noch was zur Bildung und zur Bildungsoffensive sagen. Es ist schon alles richtig, was wir brauchen. Und ich bin so froh, dass die Exzellenzinitiative jetzt die richtigen Universitäten ausgesucht hat. Was wir brauchen, ist wirklich ein exzellentes Wissen, um diese neuen technologischen Herausforderungen, die wir haben, auf allen Gebieten mitzukommen. Und das 21. Jahrhundert hat ein ganz anderer Aspekt. Und ich sehe eben bei vielen, dass sie im 20. Jahrhundert verhaftet sind. Vollkommen neue Herausforderungen. Und das, was doch die Globalisierung treibt, ist, dass 1 Milliarde Menschen übers Internet verbunden sind. Das ist ein Marktplatz. Mit dem Ende des Kommunismus sind 3 Milliarden Menschen sozusagen auf diesen Marktplatz gekommen. 300 Millionen Menschen, das sind 10% von denen, werden eine neue, wenn man so will, Mittelschicht bilden. Und was,
Was ist das? Was entsteht da alles? Was können Sie an Autos verkaufen? Was ist alles, wenn wir die richtigen technologischen Produkte haben? Was können wir tun? Wir leben vom Export. Wir haben solche Chancen. Wir dürfen das jetzt nicht nur alles sehen von den Problemen, die wir hier haben. Im Gegenteil, das, was wir im Ausland generieren können, was wir im Ausland gemacht haben, hat dazu geführt, dass wir Arbeitsplätze auch hier geschaffen haben. Aber Herr Bodder, genau das ist es, was wir eigentlich immer wieder hören, dass wir sagen, wir sind Exportweltmeister und also gerade im Moment sind die Zahlen sehr, sehr gut. Doch trotzdem kommt es bei den Jobs nicht an, es kommt nicht wirklich bei den Arbeitnehmern an. Woran liegt das? Also das kann ich von uns nicht sagen. Wir haben im Druckbereich, mussten wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, mussten wir 200 Leute entlassen und wir haben in der gleichen Zeit 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Man kann nicht Arbeitsplätze lassen in einem Gebiet, wo man sieht, dass diese Arbeit oder diese Tätigkeit hat sich verändert. Man muss in neue Felder gehen. Allein in den ganzen Dienstleistungen haben wir die 1000 Plätze geschaffen. In den Redaktionen in München waren wir mal 560, heute sind wir 1200. Aber das ist weitergegangen. Das sind nicht nur Zeitschriften, das sind Plattformen, das ist Software. Es braucht einen kreativen Unternehmer, einer, der das spürt, der auch im Dialog ist mit dem. Ich komme von Korea, wir haben über Samsung vorhin gesprochen. Der Aufbruch dort ist gewaltig, auch der Aufbruch im Wissen. Die Art und Weise, wie die jungen Leute motiviert sind, Leistung zu bringen, aufzusteigen. Müssen wir dafür Sorge haben? Aber das haben wir da auch alles. Wie? Müssen wir dafür Sorge haben? Jeff Immelt hat eben gerade angedeutet, wie viel Jobabbau in den USA bevorsteht, allein bei GE, wie viele ins Ausland wird verlagern wollen müssen, wie auch immer. Wie viel Angst müssen wir haben vor Indien, vor China, vor dem, was dort passiert? Vielleicht Herr Bodder fängt noch mal ganz kurz an und dann geht es weiter. Also ich denke, wenn wir richtig auf die Märkte und auf die Produkte und auf die Technologien gehen, die ins 21. Jahrhundert gehören, und das sind digitale Produkte, dann werden wir keine Probleme haben. Autos sind ja weitgehend heute schon durch ihre Elektronik in einem solchen Maße digital geworden. Und da brauchen wir keine Angst haben. Wenn wir bei dem bleiben, was das 20. Jahrhundert ausgemacht hat, dann werden wir sicherlich noch mehr Schwierigkeiten bekommen. Also an der Stelle hat der Bodder sicherlich recht. Er hat recht, es gibt Wachstumstreiber, dazu gehört die Bildung der Menschen, dazu gehört Innovation, also auch das, was in Hochschulen und Forschungseinrichtungen stattfindet. Dazu gehört bei einem Land mit hohen Kosten, was Deutschland ist und auch bleiben wird, ganz sicherlich eine exzellente Infrastruktur. Das heißt, da gibt es viele Sachen, die sind positiv. Da haben Sie recht. Und ich wollte eben noch zu Herrn Immel sagen, also selbst wenn Sie jetzt in China da viele, viele Hunderttausende Leute sich demnächst Ingenieure nennen, also das kenne ich auch, ein Ingenieur in China und ein deutscher Ingenieur, das sind noch zwei Klassen. Also das wollen wir dann auch mal festhalten. Bei aller Bedeutung, ich bin dafür, dass wir diese Strategie machen und dass wir das auch nicht schlecht reden. Aber in Wahrheit ist das Problem, was wir haben, anders. Das Problem ist, wir haben eine Realökonomie, das ist zum Beispiel in Deutschland und in anderen westlichen Ländern der Fall. Und die Finanzökonomie hat sich getrennt von der Realökonomie. Das heißt, die Spielregeln, die dastehen, die auch durchschlägt dann auf die Realökonomie, die sind eben nicht mehr von dieser Welt. Und das kann man auch an Beispielen verlegen. Wenn Sie ein Land haben wie Deutschland, und dann kommt ein deutscher Manager und sagt, ich will, wenn ich in Indien habe und in einem bestimmten Zeitraum dauernd neue Leute einstelle, um meine Versicherungen zu verkaufen, 5000 und mehr, dann will ich eine bestimmte Rendite haben. Ist okay, nichts gegen zu sagen. Wenn der aber sagt, ich will in Deutschland dieselbe Rendite von 25% haben, dann sage ich, dann ist das falsch. Da ist dann Indien eben ein anderer Wachstumsmarkt, die kommen von unten hoch wie Deutschland. Und dann finde ich, muss es möglich sein, auch von hier aus zu sagen, die Spielregeln hier müssen anders sein. Sie können Manager finden, die einem das zugeben, das können Sie in Interviews nachlesen. Und das eigentliche Problem ist, dass sich das so voneinander getrennt hat. Und deshalb brauchen wir auch andere Spielregeln für diese Finanzfragen. Das ist doch das, was die Manager sind doch ein Beispiel, wir haben es doch mitbekommen. Wo Jeff, dann plötzlich irgendwelche Analysten sagen, das geht mir nicht schnell genug bei dem und der muss weg und jetzt wollen wir doch mal richtig da rasieren, möglichst viele Leute. Solange die Aktienkurse steigen, wenn Leute rausgeschmissen werden, ist was im System nicht in Ordnung. Das ist meine Meinung. Okay. Jeff, I would make just two points. Dazu würde ich zweierlei gerne sagen. Sollen wir Angst haben vor der Konkurrenz gegen China und Indien? Natürlich.
Keine Frage, nur wie reagieren wir darauf? Es gibt einen Weg, der sagt, ein bisschen mehr Protektionismus. Und wenn wir in Deutschland nicht konkurrenzfähig sind, könnten wir ja auch aufgeben. Und dann gibt es den Weg, auf dem man sagt, wir machen die deutsche Wirtschaft konkurrenzfähiger. Wir investieren in Erziehung und Bildung, wir investieren in die Energiepolitik, geringere Strukturkosten im Land, wir reformieren die Konkurrenzfähigkeit der Arbeiterschaft, wir investieren in Bereichen, in denen wir führungsfähig sind im 21. Jahrhundert. Und jede Wette, ich war 25 Jahre lang in Indien und China, Deutschland kann in der Verkehrs- und Transporttechnologie führend sein, im Energiebereich, in der Nanotechnologie, wenn man sich nur reinhängt. Aber das werden Sie nicht tun, indem Sie die Hände in den Schoß legen. Soweit das Erste. Zweitens, jeder global tätige Vorstandsvorsitzende. Sehen Sie, in diesem Jahr werden wir ein absolutes Rekordergebnis erzielen, aber mehr außerhalb der Staaten gemacht haben als in den Vereinigten Staaten. 126 Milliarden Dollar Umsatz, über die Hälfte im Ausland. Jeder weiß, dass Sie, wenn Sie langfristig erfolgreich sein wollen, im Land für die Investitionen, die richtigen Investitionen machen müssen, damit Sie wissen, dass Sie Ihre Produkte mit Gewinn verkaufen können. Sonst sind die Investoren an Ihnen nicht interessiert. Sie müssen in die Menschen investieren und in langfristige Potenziale. Und nur die Unternehmen, die es verstehen, in einem Land und für ein Land Geld zu verdienen, werden langfristig Erfolg haben. Das ist einfach die Wahrheit. Was wird die Entwicklung dort, Indien, China sind ja nur Beispiele, gibt es noch mehr Länder, was wird das für Folgen für uns haben? Wie viel Angst müssen wir haben? Also erstens, es ist ein Fehler, Angst zu schüren. Denn wer Angst hat, kann die Weltmeisterschaft nicht gewinnen. So hätten wir nicht unsere Rolle bei der Weltmeisterschaft kürzlich in Berlin gespielt, wie wir es gemacht haben. Zweitens, es gibt auch keinen Grund, Angst zu schüren. Wir müssen nur der Realität ins Auge gucken. Da bin ich ganz bei Jeff Immelt. Wenn Sie sich Indien angucken, ich sitze im Aufsichtsrat, im Board eines indischen Unternehmens, der Tata Consultancy, die stellt ihm 10.000 Mitarbeiter, nicht im Jahr, sondern im Quartal ein. Softwareingenieure. Und die größte Sorge, die Sie haben, wie Sie genügend Softwareingenieure bekommen, zweitens, ein Drittel der Ingenieure, die Sie einstellen, ist in Europa und USA. Und da bin ich nicht ganz bei Ihnen. Eine große Sorge ist die Qualität in Europa und USA, die inzwischen diesem indischen Unternehmen nicht reicht. Also wir müssen unsere Wettbewerber in diesem globalen Kampf sehr genau analysieren und gucken, was wir da machen. Wir haben den Fehler vielleicht gemacht, dass wir uns zu sehr auf unsere Exportweltmeisterschaft, die auf Leistungen der Vergangenheit beruht, ausruhen. Das Ausruhen bringt nichts. Natürlich waren wir gut. Als die Kutschen abgeschafft wurden, haben viele Menschen Angst gehabt für ihre Jobs. Und Gott sei Dank haben wir die Automobilindustrie geschaffen, die sehr wettbewerbsfähig wurde. Das haben wir gut gemacht. Aber wir haben zum Beispiel die Computertechnik, die haben wir verteufelt. Und deshalb ist Apple und Dell heute ein amerikanisches Unternehmen und nicht Nixdorf der Apple unter Dell geworden. Und über andere Technologien müssen wir da gar nicht, Gentechnologie müssen wir da gar wir nicht sprechen. Wir reden immer, und das ist natürlich richtig, auch über die neuen Technologien, über die Arbeitsplätze, die dort entstehen. Aber wir haben nun einmal als Produktionsstandort natürlich auch viele Dinge, wie zum Beispiel die Automobilwirtschaft, mit vielen Menschen, Arbeitnehmern, die dort beschäftigt sind, zum Teil seit Jahrzehnten, in der zweiten Generation oder mehr. Die Automobilwirtschaft hat auch so ihre Probleme. Wir haben die Beispiele vor Augen gehabt. Opel, in den USA, Ford. Wir sehen es überall. Was glauben Sie, was hier bleiben kann von dieser Industrie? Erstmal darauf hin, Herr Immelt. Wir haben keine Angst. In Deutschland kriegen wir nur keine faire Chance. Ich möchte nur mal in Europa sehen, was hier abläuft in Europa. Warum gibt es keine faire Chance? Möchte ich gerade darauf hin, dass osteuropäische Länder im Moment Subventionen machen, unseren Arbeitgebern Steuergeschenke machen und die holen das von Brüssel. Und unsere Leute zahlen Steuergelder, wir sind die höchsten Nettozahler. Das ist ungerecht. Da erwarte ich von unseren Politikern, dass sie jetzt mal reinhauen, dass dieses Geld, wo wir in Brüssel reintun, das Geld haben wir genommen für die Infrastruktur und der Erweiterung der Osteuropäischen, für Schulung, für Kindergärten, aber nicht Steuergeschenke für unsere Arbeitgeber. Das kann es nicht sein, das ist unfair. Das Herr ist ungerecht. Herr Porsche, sind Sie auch ungerecht. In der Slowakei? Nein, das ist Porsche, das haben wir vorwiegend gemacht. Mein gewissen Stolz sollte man auch haben. Wir nehmen keine Subventionen, auch wo wir wirklich pleite waren.
Wir waren fast pleite. Und da gibt es ein schönes Sprichwort. Wenn kein Wind weht, dann rudere. Und das haben wir gemacht. Wir haben gerudert. Und es gibt zwei Dinge in einer Firma, wo unheimlich gefährlich ist. Einmal, wenn es einem ganz schlecht geht und einmal, wenn es einem ganz gut geht. Und wir, uns geht es im Moment sehr gut. Und deshalb tue ich immer folgenden Spruch in der Betriebsversammlung sagen. Das antike Rom ist zugrunde gegangen, weil die Menschen im Liegen Trauben gegessen haben. Also wir müssen immer wieder zurückerinnern, dass wir nicht aufgeben dürfen. Wir müssen immer nach vorne. Aber ich will faire Chance für diese Leute in diesem Land haben. Und die gibt es weniger. Und jetzt zu den anderen, was Sie gesagt haben, Opel etc., Auto, Automobil, was VW und allgemein, da möchte ich nicht vieles sagen. Aber ich möchte nur eins sagen, das sind Managerfehler, grundlegend. Wenn ich jetzt bei Daimler Chrysler sehe, die Menschen sind bereit, neue Strukturen anzugehen. Die sind bereit, haben eine Standortsicherung mit der IG Metall und Betriebsrat gemacht. Wenn danach der Arbeitgeber nicht mehr erinnern kann, dass er bis 2011 eine Standortsicherung gemacht hat, dann sage ich, es ist unmoralisch. Ich habe eine Standortsicherung bei Porsche gemacht für die Belegschaft. Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, weil wir genau nachgerechnet haben. Und ich erwarte von Managern nicht, dass sie irgendwas unterschreiben und danach sich nicht mehr erinnern können. Siemens, BenQ. Machen einen Vertrag und können sich nicht vorstellen, dass der nach einem Jahr das zumacht. Das dürfte mit mir einer nicht machen. Das hat was mit Vertragstreue zu tun, bürgerliches Gesetzbuch, was mit Anstand zu tun. Und ich finde, da hat Siemens, weil Sie vorher gesagt haben, Siemens hält sich da korrekt, überhaupt nicht. Die haben sie erstmal Löhne, die Arbeitgeber gegönnt, bis einer wie Dr. Wiedeking gesagt hat, das ist unmoralisch. Dann ist es denen eingefallen, oh, unmoralisch, tun wir es wieder zurück. Das gehört sich einfach nicht. Und ich habe nicht gesagt, alle Manager haben einen Anstand, sondern ich habe gesagt, einige. Es gibt einige Manager hier in Deutschland, da bin ich froh, dass wir sie haben. Wir brauchen sie immer mehr. Wir brauchen wieder Manager, die abends auf den Golfplatz hingehen und sind stolz, dass sie Leute eingestellt haben und nicht, dass sie Leute rausgeschmissen haben. Wissen Sie, das ist das, was ich rüberbringen möchte. Wir haben viele Möglichkeiten hier in Deutschland. Wir kriegen sie manchmal nicht. Da brauche ich die Politiker, die müssen Rahmenbedingungen schaffen. Ich brauche die Gewerkschaften und ich brauche die Arbeitgeber. Arbeitgeber, Gewerkschaften, Politiker müssen sich einmal an einem Tisch hocken. Tür zumachen und sich enge mal zusammenraufen, wie beim Papstwahl, da muss der weiße Rauch rausgehen, dann haben wir eine Aufbruchstimmung. Anders geht es hier nicht. Sekunde, Herr Rückel, kommt sofort. Ich muss nur mal eine Frage an Herrn Burda richten, weil die Frage für viele ist ja, haben sich Familienunternehmen früher anders verhalten? Verhalten sie sich heute noch anders als Großunternehmen, internationale Konzerne mit angestellten Managern? Wir reden ja jetzt die ganze Zeit nur über Großunternehmen. Und die haben es insofern sehr schwer, weil die Veränderung so schnell ist, dass bei der Größe der Belegschaft diese Kurskorrektur besonders schwer und besonders schwierig ist. Und in vielen Bereichen, die sozusagen das Neue, was aufgebrochen ist, auch für die Belegschaft nicht so deutlich und so klar wird. Da hat das Familienunternehmen, sagen wir mit einer Größenordnung 4.000, 6.000 Mitarbeiter, das kann schnell reagieren. Das ist auch, das kann man auch schnell mitteilen. Da kann man vor die Belegschaft treten und sagen, zum Beispiel im Druckbereich eben die Digitalisierung hat längst alles erreicht, ist ja nur noch der Zylinder, der mit der Farbe aufs Papier geht. Das ist einzig analoge, sonst ist alles digital. Und wir sehen ja auch, dass Deutschland im Grund 80% in Deutschland ist das mittelständische Familienunternehmen. Und alles, was Sie jetzt gesprochen haben über Managergehälter oder Moral, da ist ein ganz anderer Zusammenhalt auch mit der Belegschaft. Ich muss auch sagen, und ich komme viel rum. Ich kenne keine Belegschaft, die von der Qualität her, von der Ausbildung her, aber vor allen Dingen auch von der Motivation so gut ist wie in Deutschland. Von Europa gar nicht zu reden. Und von China brauchen wir gleich überhaupt nicht reden. Das ist überhaupt vielleicht einer der größten Werte, die wir haben. Und wir müssen auch jetzt in dieser Transformation, für die im Grunde niemand was kann. Sie ist da, diese Veränderung der Welt ist da. Sie hat riesigen Vorteil. Überlegen Sie 300 Millionen Menschen, die zu Wohlstand kommen. Ich meine, ich war vor 20 Jahren in Indien, jetzt kommen Sie nach Indien. Natürlich hat es Nachteile für uns, aber wir müssen doch mal das Gemeinwohl sehen. Partiell Nachteile für uns, auf die Dauer wahrscheinlich nicht. Aber diese Länder sind da und sie nehmen am Weltmarkt teil und wir müssen uns darauf
einstellen und zu der Bildung und den Schulen. Ich kenne Leute, die 16 Jahre alt sind, 17 Jahre, die nicht wissen, wie ein Computer zusammengesetzt ist. Ich kenne keine Schule, wo Software gelernt wird. Da wird Mathematik gelernt für Versicherungsdinge aus dem 19. Jahrhundert. Eine Debatte, die zu spät in Deutschland in Gang gekommen ist. Sie haben aber eben gerade ein Stichwort genannt, was wir noch gar nicht diskutiert haben, was wir eigentlich nur diskutieren wollen, nämlich jetzt, das sind die Managergehälter. Sind sie zu hoch, Herr Rüttgers? Der Finanzminister meint ja. Also mir ist das völlig egal, wie viel Manager verdienen, wenn sie einen guten Job machen. Das Problem ist, und das entsteht, wie ich finde, mit Recht, wenn gleichzeitig die Vorstandsgehälter um exorbitante Zahlen nach oben gesetzt werden und man in derselben Pressekonferenz bekannt gibt, dass man so und so viele tausend Leute rausschmeißt. Das stört mich einfach sehr. So, wenn die einen guten Job machen, dann ist das richtig. Und die Bemerkung zu Siemens von mir ist, die Siemens haben sich noch nicht vom Acker gemacht. Die beteiligen sich jetzt zum Beispiel mit 50 Millionen an der Transfergesellschaft. Über alles müssen wir auch noch mit IG Metall reden. Das ist ja gerade erst ein paar Tage da. Aber das sind Leute, die wenigstens noch zur Verfügung stehen, die sagen, wir gehen da auch mit Geld rein. Das, finde ich, muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Genauso wie ich finde, dass man in dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, ich war selber beim EU-Präsidenten Barroso. Es kann nicht sein, dass mit deutschen Steuergeldern via Brüssel Subventionen an deutsche Unternehmen gezahlt werden, damit sie in den Osten verlagert werden. Wahr ist aber auch, das muss man dann auch mal direkt dazu sagen, es ist genauso unsinnig, Unternehmer, die etwa eine Firma in Osteuropa oder in Indien oder China gründen, als unpatriotisch zu beschimpfen. Das ist genauso unsinnig, weil, nein, ich wollte es nur mal aufnehmen. Das Problem dieser Debatten ist immer, das wird immer einsortiert, entweder prügen wir alle auf die Manager rauf oder wir prügen alle auf die Arbeitnehmer, die sich nicht bewegen. Das ist leider etwas komplizierter. Wer zum Beispiel eine Firma, um auf den Märkten präsent zu sein, mit einer Produktion auch im Ausland aufmacht, der sichert in Deutschland Arbeitsplätze. Das ist die Wahrheit. Das lässt sich wissenschaftlich nachweisen. Insofern ist die Sache ja eben etwas komplizierter. Sie haben gerade eingangs in Ihrer Antwort darauf hingewiesen, Ihnen missfällt es nur dann, wenn es ein Missverhältnis gibt zwischen Managementgehältern und dem, was an Mitarbeitern noch in der Firma verbleibt, beziehungsweise wem sie Arbeit geben kann, diese Firma. Jeff, wissen Sie, was Sie so, ja klar, blicken Sie es noch so ganz durch, was Sie verdienen? Von 15 Millionen US-Dollar ist immer so die Rede. Da fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen was, oder? Für einen der schwerst arbeitenden Menschen in der Weltwirtschaft, ist das angemessen? Es gibt nie eine gute Antwort. Für die einen oder anderen ist es immer zu viel, besonders in einer solchen Runde. Mein erstes Einkommen bei General Electric betrug $12,000 vor 25 Jahren. Ich arbeite ohne Vertrag. Da hatte ich keinen Anstellungsvertrag. Da war ich wirklich hilflos dem Vorstand ausgesetzt. Die hätten mich beim jedem Mal, wo sie zusammenkamen, rausschmeißen können oder weiter beschäftigen. Und 70% meiner Tätigkeit war Risiko. Und wenn die Manager das nicht so gut machen, wie sie es machen sollten, oder wenn ich nicht so gut war, wie ich hätte sein sollen, dann habe ich kein Geld bekommen. Ich würde nur sagen, bei dem Umsatz, den wir erzielen mit unseren produktiven Arbeitskräften, null. Nein, nicht den Umsatz, sondern die Rotation bei unseren Mitarbeitern. Das finde ich ganz toll. Praktisch keine Fluktuation. Tatsache ist, dass ein Produktionsarbeiter bei GE in Cincinnati, Ohio oder in Pennsylvania oder irgendwo dreimal so viel verdient wie ein Lehrer. Mit recht guten Sozialleistungen und einer optimalen Gesundheitsversorgung. Das finde ich super. Ich finde das toll. Wenn ich weltweit reise, dann spreche ich nicht mit Politikern. Dann verkaufe ich. Ich stehe morgen früh auf und verkaufe Triebwerke, Turbinen, Lokomotiven. In Deutschland gehe ich zu Siemens. Damit meine Mitarbeiter gute Jobs haben und sichere, langfristige Arbeitsplätze. Also ich weiß nicht, wie ich Ihre Frage beantworten soll, ob das jetzt zu viel ist oder nicht. Ich weiß, schwierige Debatte. Aber ich werde mich nicht entschuldigen, da können Sie sicher sein. Schwierige Debatte, immer wenn man so etwas versucht ins Verhältnis zu setzen, ganz klar. Wissen Sie, was Herr Wiedeking verdient? Klar wissen Sie das. Ich möchte nur eins sagen, dass ich eine Neiddiskussion ungern führe, aber ich möchte gerne darauf antworten.
1992 habe ich so günstige Vorstände gehabt, dass man pleite ging. Ich hätte heute ein Denkmal. Heute regt sich keiner auf. Keiner regt sich auf, wenn ein Fußballspieler in der ersten Bundesliga zweistellige Millionenhöhe verdient und ist 20 Jahre alt. Hat keine Verantwortung. Ein Dr. Wittiking, der für 11.000 Mitarbeiter eine Verantwortung hat, der mehr als 4.000 Mitarbeiter hier alleine bei Porsche AG geschaffen hat, da regt man sich auf, was er verdient. Wir müssen die Neiddiskussion aufhören. Wir müssen das führen, was Sie gesagt haben. Herr Höck, lassen Sie mich mal eben unterbrechen. Würde die aufhören, wenn man eine Offenlegung machen würde, was bei Porsche wenn Sie, nicht gewünscht ist? Wenn Sie einen sozialistischen Staat haben möchten, dann gibt es noch nicht mal da gibt's das, Offenlegung. Aber viele Ihrer Gewerkschaftskollegen würden es gerne sehen. Frau Christiansen, ich sage es Ihnen ganz offen. Wenn Sie gut arbeiten und anständig, können Sie verdienen, was Sie wollen. Damit habe ich gar kein Problem. Wenn Sie aber auf Kosten von Mitarbeitern das Geld erreichen, indem Sie Leute rausschmeißen und keine Zukunft der Mitarbeiter, dann haben Sie Ärger mit mir. Also, wenn Sie anständig arbeiten, können Sie verdienen, was Sie wollen. Können Sie verdienen, was Sie wollen. Ich habe da nichts. In Deutschland braucht man einen gesunden Wettbewerb. Nur die Menschen sind im Moment sauer, dass nur bei Ihnen im Moment eingespart wird und nirgendwo anders. Darum sind Sie sauer. Früher, ich sehe vielleicht noch nicht so alt aus, aber ich komme aus der Generation, da war man noch richtig stolz auf den Arbeitgeber, auf einen kleinen Betrieb. Und da, wo er mit dem Daimler hergekommen ist, da habe ich gewusst, wenn der jetzt einen Daimler fährt, dann kriege ich wieder Weihnachtsgeld. Denn der wäre mit Golf gekommen, wäre, hätte ich nichts gekriegt. Also muss man doch einfach deutlich mal rüberbringen, da darf man doch nicht immer sauer sein. Aber ich habe von einem Arbeitgeber, von meinem Chef verlangt, dass er mit mir auch vernünftig umgeht, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, dass ich Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld etc. und so weiter. Ich glaube, dieses Bild müssen wir langsam rüberbringen. Es versaut doch nur unsere Kultur, weil wir manche Arbeitgeber haben, was mich persönlich auch ärgert, indem sie ihre Löhne erhöhen und gleichzeitig Leute rausschmeißen. Wir müssen wieder, ich sage es ganz kurz, bei uns habe ich zum Beispiel einen Aufsichtsrat, nicht ich, ich bin nur ein kleines Rädchen, bei uns sind viele, bei uns gehören alle zum Erfolg, aber eins haben wir im Aufsichtsrat beschlossen. Unsere Manager werden nicht bezahlt, abhängig vom Aktienkurs. Weg damit. Wir wollen keine Bezahlung der Manager haben nach dem Aktienkurs, sondern wir wollen sie haben nach ihrer Ehrlichkeit, nach Produktivität und gehen sie auch vernünftig mit der Belegschaft um. Das ist eindeutig. Zweitens, wir haben eins nicht gemacht, Quartalberichte. Wir machen keine Quartalsberichte. Ganz einfach. Ein Jahr hat 12 Monate. Punkt. Ein Boxer hat 12 Runden, der läuft ja auch nicht bei der jede dritte Runde zum Ringrichter und fragt, wie gut bin ich. Ist doch Blödsinn. Und das muss doch aufhören. Ist das, Herr Sommer, das eigentliche Problem? Diese Quartalsberichte, das heißt, immer am Dreimonatsergebnis gemessen zu werden, immer wieder das alles an den Aktienkurs zu koppeln. Ist das das Problem? Also ich bin ganz bei Herrn Höck. Das eigentliche Problem ist, dass wir nicht genau wissen, woran wir die Qualität der Manager messen. Das Thema ist doch, was würden Sie vorschlagen? Woran das Wesentliche ist, ob die Entscheidungen, die langfristig das Unternehmen voranbringen, richtig getroffen werden. Ja, aber dann zählen bei vielen ja die Entlassungen genau dazu, weil da sagen viele natürlich, wie Jeff auch sagt, ich mache es zukunftsfähig. Das ist ja wie in der Fußballmannschaft. Wenn Sie der Fußballmannschaft vor dem Spiel sagen, ich entlasse jeden Dritten, dann glauben Sie doch nicht, dass die Mannschaft anschließend das Spiel gewinnen wird. Aber warum tun es dann so viele Unternehmen? Manche Unternehmen, aber es gibt auch ganz andere Beispiele in Deutschland. Wir diskutieren, ich habe ein Problem damit, dass wir permanent die Problemfälle diskutieren und das frustriert die Menschen. Das schafft keine Zuversicht und das schafft keine Gewinnermentalität. Wir müssen zum Beispiel beim Thema der Vorstände diskutieren, welche Vorstände haben den Mut, übrigens auch welche Politiker haben den Mut, die langfristig für das Land richtigen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie kurzfristig eventuell wehtun, aber eine klare Perspektive zum Siegen und Gewinnen bringen. Und das sind zum Teil sehr schmerzhafte Dinge. Da müssen wir uns überlegen, welche Industrien müssen eventuell auswandern. Aber wo können wir durch Umqualifikation, durch Höherqualifikation die Arbeitsplätze in Deutschland auch schaffen? Porsche ist ein hervorragendes Beispiel. Die haben das genau gemacht. Schauen Sie sich SAP an. Schauen Sie sich die Solartechnik, um eine junge Technologie anzuschauen. Schauen Sie sich eine BASF an. So könnte ich eine Vielzahl von Erfolgsbeispielen geben. Und was wir brauchen, ist ein Plan. Da bin ich auch wieder bei Ihnen, wo wir uns wirklich zusammensetzen, Wirtschaft und Politik, und sagen, wie gehen wir ins Spiel raus, wie gehen wir in die Weltmeisterschaft raus, um zu gewinnen. Und das ist übrigens kein Nullsummenspiel. Denn das Beispiel, das Herr Burda vorher brachte mit Indien, um nur das eine noch zu bringen. Mich freut es, dass in Indien von den 1,1 Milliarden Menschen heute 300 Millionen wirkliche Konsumenten sind. Aber die 800 Millionen, die noch nicht ein Telefon je in der Hand hatten, noch nicht einmal Kanalisation haben, man dabei ist, sie
anzuschließen an den Rest der Welt. Da gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, das ist eine große Gefahr, denn da entstehen Arbeitsplätze, die bei uns vielleicht verloren gehen. Oder, so würde ich sehen, zu sagen, das ist doch eine tolle Chance. Da entstehen 1,1 Milliarden Konsumenten, denen ich meine Produkte verkaufen kann und durch vernünftige Arbeitsteilung neue Jobs in Deutschland und in Indien. Denn was nicht geht, wir können ja nicht nur vom Export leben. Es müssen auch in Indien, es müssen in China ja auch die Jobs entstehen, damit die Weltwirtschaft insgesamt wächst. Also kein Nullsummenspiel, sondern wir müssen dafür sorgen, dass alle gewinnen. Übrigens, ein Softwareingenieur in Indien, dessen Gehalt ist natürlich ein Bruchteil von einem Softwareingenieur in Nordrhein-Westfalen. Nur sein Gehalt wächst eben mit 15% pro Jahr. Darüber freue ich mich. Darüber sollten wir uns auch freuen. Kurze Frage und kurzes Abtauchen in die Tagespolitik bei allem Visionären. Die Frage ist ja, wenn diese Allianz für, nennen wir es mal, für Arbeit in der Globalisierung, hier für Deutschland, für Europa, da sein sollte, trauen Sie es der Großen Koalition im Moment zu, Herr Sommer, sowas? Das ist doch keine Frage der Großen Koalition und der Politik alleine. Da müssen wir uns wirklich als Unternehmer und Politiker zusammensetzen und Mut zeigen. Ich frage Sie jetzt mal, sehen Sie gerade diesen Mut in der deutschen Politik, dass er vorhanden ist? Ja, im Augenblick teils, ist genauso wie bei den Managerngehältern. Teils haben wir es mit hervorragenden Politikern zu tun und teils hätte ich sie lieber exportiert. Und dasselbe gilt natürlich für die Vorstände auch. Zum Teil haben wir Vorstände, die wirklich investieren in die Zukunft. Und zum Teil, ich habe mich vorhin mit Herrn Chef Immelt darüber unterhalten, zum Teil gibt es Vorstände, die würden wir lieber in die Wüste schicken. Aber jetzt kommt der spannende politische Punkt. Wie führen wir eigentlich öffentlich diese wirtschaftspolitischen Debatten? Das Problem ist, es ist genauso, wie es jetzt geschildert wird. Es gibt Firmen, das klappt hervorragend. Wir haben gerade im mittelständischen, im Familienbereich, haben wir tolle Firmen mit Weltmarktanteilen von 80%, 90%, absolute Spitze. Und jetzt führen wir trotzdem eine Debatte, nicht nur Neid, nicht nur, dass immer die schlechten Beispiele rausgenommen werden, sondern es kommt immer die Botschaft an die Arbeitnehmer nach dem Motto, also die Löhne sind zu hoch, die müssen runter, die Lohnnebenkosten sind zu hoch, die sind runter, ersteres stimmt nicht, zweiteres stimmt ökonomisch. Das war ja auch eine Botschaft Ihrer Partei im letzten Wahlkampf. Ja, ich will noch nicht mal behaupten, dass ich nicht auch so schon mal sowas gesagt hätte, nur eins habe ich jetzt inzwischen kapiert. Eins habe ich kapiert, wenn ich sehe, dass die Welt sich verändert. Ich war bei BenQ, also damals noch Siemens, in Kamp-Lindfort und war begeistert davon, dass die gesagt haben, wir sind bereit, mit den Löhnen runterzugehen. Und dann bin ich rumgelaufen und habe gesagt, schaut sie an da in Kamp-Lindfort, die haben eine Antwort gefunden. So, und jetzt stellt sich heraus, dass dieses Wenn-Dann, was immer diskutiert wird, nicht stimmt. Das ist einfach nicht stimmt. Es gibt weitere Beispiele dieser Art. Wir haben gerade noch vor 3 Monaten, haben wir in Deutschland, um ein anderes Beispiel zu nehmen, noch einen Streik gehabt im Bereich von Verdi, da ging es um die Krankenhäuser, wo die alte und genauso falsche These, die nicht stimmt, wieder vorgetragen worden sind, wenn die Arbeitnehmer weniger arbeiten, kriegen die Arbeitslosen einen Job. Wir wissen, 35-Stunden-Woche, da Hartz bei VW, 28 Stunden, klappt alles nicht. Und ich, nein, es klappt nicht. Dann haben es bei Hartz, bei die 35-Stunden-Woche hat nicht funktioniert, es haben die ganzen Frühpensionierungen nicht funktioniert, die Arbeitslosigkeit ist trotzdem nach oben gegangen. Ich habe doch nichts dagegen, wenn man in einer Firma mit Betriebsrat und Manager mal sagt, wir machen das etwas flexibler. Ich habe was dagegen, dass den Leuten immer gesagt wird, wenn das, dann kommt das und dann stellt sich raus, es stimmt nicht. Man muss den Leuten auch ein Stück Sicherheit geben in ihrem persönlichen Leben, dass sie sich auf Veränderungen einstellen können. Wir brauchen ein Stück neue Sicherheit. Die müssen nicht einfach heute so und morgen so. Das ist die zentrale Frage, wenn ich Reformen durchsetze. Große Koalition. Können Sie da direkt antworten? Ja. Sie hatten ja vorhin die Frage gestellt, ob die Große Koalition jetzt das Problem lösen könnte. Ich sage nein. Wenn wir Beschlüsse fassen, Rente mit 67, und jetzt komme ich mal wirklich vom Betrieb, also ich habe tagtäglich was damit zu tun. Keiner bei uns in der Produktion oder so könnte bis 67 arbeiten, weil ich die Voraussetzungen nicht habe. Wenn ich sehe, dass die Große Koalition Eckpunkte zum Gesundheitsreform beschließen, abends der Stoiber sagt ja und am nächsten Tag hat es durchgelesen und sagt, nee, das will ich nie haben, dann macht mir das Angst. Bei uns hätte der eine Abmahnung bekommen. Das ist so, wenn es der falsche Koalition macht, kriegt es eine Abmahnung. Ist so. Wenn wir mal uns überlegen, dass nicht nur in Deutschland diese Debatte geführt wird, sondern in vielen europäischen Ländern, in den USA genauso. Die Frage, die sich viele stellen, lässt sich denn ein sozialer Standard überhaupt in Zeiten der Globalisierung also ein internationaler Standard, lässt er sich überhaupt festlegen? Bringen nationale Debatten überhaupt was? So ist die Globalisierung nicht längst, ich sag mal, davongelaufen, Robert Kohl? Sozial ist es natürlich vor allen Dingen für die Länder, über die wir gesprochen haben. Das ist ein
ein unglaublicher Zuwachs an Wohlstand für die Leute. Aber ich möchte noch mal auf diesen weißen Rauch zurückkommen zwischen Wirtschaft und Politik. Ich meine, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Handlungssysteme. Wenn einer von euch Ministerpräsidenten in unserem Handlungssystem wäre, dann können Sie nur Insolvenz antragen. Sie sind ja alle pleite. Sie sind alle verschuldet. Und was sollen wir für einen Dialog führen über Wirtschaft? Ihr habt ein anderes System. Wenn mir ein Euro fehlt, bin ich weg. Wenn Sie eine Stimme verlieren, dann sind Sie genauso weg. Das ist ein ganz anderes Handlungssystem. Und wenn ich überlege, was in den 90er Jahren von Ihrer Partei im Osten an wirtschaftspolitischen Strukturen da war, niemand hatte eine Ahnung gehabt, wie das gehen soll. Niemand hatte das gewusst. Und die Transferleistungen, die da bezahlt werden, mein Gott, im Verhältnis zu den Managergehältern, also ich meine, was ist da volkswirtschaftlich verschwendet worden? Und wenn ich, bis weit in die höchsten Kreise, ist diese digitale Revolution von niemand verstanden worden. Niemand hat das kapiert. Wir zwei haben damals war ich Forschungsminister, schon über die Frage diskutiert. Lieber Herr Woda, wenn wir das nächste Mal Wiedervereinigung machen, machen wir es bestimmt besser alle miteinander. Also das Problem ist, das sind nun historische Sachen, wo keiner irgendeinen Plan hatte, wo man sicherlich auch Fehler gemacht hat. Aber richtig ist natürlich in diesen Fällen, wir müssen, wenn wir die Leute mitnehmen wollen, also wir sind uns einig darüber, dass es Veränderungen gibt, dass es Veränderungen geben muss, dass die Globalisierung sie erzwingt, dass es falsch ist, den Leuten zu sagen, es kann alles so bleiben, wie es ist. Aber wenn, dann müssen wir die Leute mitnehmen, dann müssen wir den Versuch machen, den Leuten das zu erklären und sie nicht vor falsche Alternativen zu stellen. Hat die Globalisierung, Jeff Immelt, diese soziale Seite? Kann sie haben? You know what I would like to say, Simone, is I think globalization. Lassen Sie mich Folgendes dazu sagen. In den nächsten 5, 10, 15 Jahren wird die Globalisierung noch immer unter dem Strich ein ausgewogenes Ergebnis bringen. Aber sie ist noch kein fertiges Ergebnis. Sie würden verlieren, wenn Sie über die Globalisierung in den USA würden abstimmen lassen. Das haben Sie nicht nur in Europa, dieses Phänomen. Die Dinge sind noch offen. 3, 4 Dinge müssen wir wahrscheinlich zusammen bearbeiten. Erstens, es muss ein gewisses Maß an Toleranz geben für Migrationsbewegungen zwischen Wirtschaftszweigen. Computer können Sie vielleicht hier nicht mehr herstellen, aber Autos, das geht noch in Deutschland. Und die globalen Märkte werden diese Entscheidungen für Sie treffen. Zweitens, ich bin ein absoluter Jünger des freien Markts. Regierungen brauchen eine Industriepolitik, wenn sie langfristig konkurrenzfähig sein wollen. Es reicht nicht mehr, wenn ein Land wie Deutschland, Frankreich oder die USA darauf verzichtet, einen Standpunkt darüber zu entwickeln, welche Industrien sie in die Zukunft führen wollen. Manager wie ich, das ist mein dritter Punkt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute aus der Gefahr in die Sicherheit verbracht werden. So oder so. Wenn ich jetzt wieder an meine Hausgeräte denke, Jack Welch, mein Vorgänger, der hätte vor 10 Jahren den einen oder anderen Laden dicht machen sollen. Wenn er für die Aktionäre den letzten Pfennig hätte rauspressen sollen, hätte er es auch gemacht. Aber das war nicht unser Anliegen. Wir haben so viele Leute wie möglich in den Ruhestand verbracht, aber damit waren die Geschäfte nicht am Ende. Wir haben nur die Dynamik des Geschäfts verändert. Nur, viertens, wir müssen in die Innovation reinvestieren, was wir aus anderen Bereichen haben. In den Vereinigten Staaten ist es so, im Jahre 2006, dass wir 250 Milliarden Dollar zahlen werden für Wirtschaftsanwälte und 210 Milliarden in die Forschung investieren werden. Total unterinvestiert. Das heißt mit anderen Worten, das Geld wird falsch ausgegeben. Soziale Verantwortung des Unternehmens besagt, neue Produkte machen, Investitionen, die Zukunft vorbereiten. Umwelttechnologie, Gesundheitstechnologie, Unterhaltungstechnologie von mir aus. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, in die Innovation zu investieren. Und meiner Ansicht nach ist das dann die Win-Win-Situation. GE hat hier investiert. Wir hoffen, dass viele andere Firmen das eben so tun, dass Deutschland das
das Land der Ideen hoffentlich wird und bleiben kann, dass es ist und dass hiermit auch Arbeitsplätze verbunden bleiben. Ich danke Ihnen, Herr Höck. Sie stehen noch zur Verfügung, gleich im Internet, zur Beantwortung aller Fragen. Ich darf mich auch auf dieser Seite ganz herzlich bedanken. Ich weiß nicht, ob es uns wirklich so viel sicherer gemacht hat, was heute Abend gesagt worden ist, denn gleichzeitig sind natürlich die Bedrohungen aus anderen Ländern, aus dem fernen Osten da. Wir sehen und werden das verfolgen, woher die Arbeitsplätze in Zukunft kommen sollen. Jetzt geht es erstmal rüber zu den Tagesthemen. Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Bis kommenden Sonntag. Tschüss, auf Wiedersehen. Gute Woche für Sie. Applaus